Hallo, liebes Sternzeichen Widder. Ich freue mich, dass du hier bist und dir deine Liebeslegung zum März ansiehst. Ich hoffe, es geht dir gut und du bist bereit für deine Nachrichten. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, deine Karten zu mischen. Und ich stelle die Frage: Was erwartet das Sternzeichen Widder in der Liebe im Februar? Was kommt da auf dich zu? Was erwartet dich in der Liebe? Was sind die wichtigsten Nachrichten für deine Liebessituation im Februar? Die erste Karte, die rausgekommen ist, ist der Knabe der Inspiration, also im klassischen Tarot der Knabe der Stäbe. Könnte hier für ein Feuersternzeichen stehen, könnte deine eigene Energie sein, denn du bist ja auch ein Feuersternzeichen. Ansonsten könnte es noch für die Sternzeichen Löwe oder Schütze stehen. Wir haben hier außerdem die 9 der Inspiration und die 10 der Emotionen. Und eine Karte hätte ich gerne noch aus dem The Muse Tarot Deck in Bezug auf deine Liebessituation. Und da kommt sie auch schon, die Mondkarte. Das ging mal relativ zügig. Wir werden jetzt jede dieser Karten nochmal genauer erklären mit den Tattoo-Tarot-Karten. Wir starten mit dem Knaben der Inspiration. Was bedeutet der für dich in der Liebe? Liebes Sternzeichen Widder. Was möchte uns der Knabe der Inspiration hier verraten? Worum geht's da? Du solltest außerdem wissen, dass es sich hier um eine allgemeine Legung handelt, die nicht zu 100% mit jedem Einzelnen resonieren wird. Nimm daher nur die Nachrichten für dich mit, die auch zu dir und deiner Situation passen und lass den Rest für andere übrig. Hör vor allen Dingen immer auf deine eigene Intuition. Okay, und die Erklärung zum Knaben der Inspiration ist hier ja schon mal recht wild, würde ich sagen, mit dem Teufel und der 7 der Schwerter. Habe ich das Gefühl, dass es sein kann, dass hier der ein oder andere Widder vor kurzem oder jetzt Anfang März irgendwie eine Nachricht erhalten hat oder erhält in der Liebe, die mit der du nicht gerechnet hättest. Und mit dem Teufel bin ich ganz ehrlich, es könnte sein, dass es eine negative Nachricht ist. Eine, die dich nicht besonders freut oder gefreut hat. Für viele, das ist das Positive daran, habe ich das Gefühl, dass es schon in der Vergangenheit liegt. Vielleicht ist es vor kurzem passiert. Aber ich habe das Gefühl, dass sich hier jemand als eine komplett andere Persönlichkeit entpuppt hat. Mit dem Teufel haben wir hier das Sternzeichen Steinbock, aber ich sehe hier vor allen Dingen Lügen, Unehrlichkeit und Reue vielleicht sogar in manchen Fällen. Und du scheinst davon erfahren zu haben mit dem Knaben der Inspiration. Das ist für mich immer so eine Karte, die einen Botschafter darstellt. Und vielleicht hast du von deiner Person selber davon erfahren. Vielleicht hast du über jemand anderen oder eine bestimmte Situation hier was erfahren, was dich nicht gerade glücklich gemacht hat. Aber schwierig, schwierig momentan bei dir. Und wenn es nicht mit dir resoniert, dann weiß Gott, musst du diese Nachrichten nicht für dich akzeptieren, dann würde ich dir empfehlen, dir nochmal die Legung von deinen anderen prominenten Sternzeichen anzusehen, vielleicht von deinem Aszendenten, vielleicht von deinem Mond- oder Venus-Sternzeichen. Die können auch oftmals sehr aussagekräftig sein. Was ich jetzt hier sehe, ist aber mit dem Ritter der Münzen zum einen Erdenergie. Das passt natürlich sehr gut zum Sternzeichen Steinbock, was ich hier eben mit dem Teufel schon angesprochen habe. Kann also sein, dass du es hier eventuell mit einem Erdsternzeichen zu tun hast. Das Schwierige an der Situation ist, ich glaube, dass diese Person, auch wenn er oder sie hier gelogen oder sonstiges gemacht hat, ich habe das Gefühl, dass diese Person hier irgendwie trotzdem noch an der Sache mit euch beiden arbeiten möchte. Oder du bist dabei, das Ganze langsam für dich zu verarbeiten hier mit dem Ritter der Münzen. Schwierig, schwierig, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das für dich auch erstmal schwer zu verdauen ist oder zu verdauen war. Ich glaube, dass du relativ gefasst bist in der Situation. Aber natürlich ist es was man irgendwie erstmal verstehen muss, vielleicht auch, und wo du für dich erstmal herausfinden musst, wie du damit umgehen möchtest.
Lass uns gucken, was die 9 der Inspiration bedeutet. Und da fliegt direkt die Sternkarte raus. Bei der 9 der Inspiration geht es oftmals um Geduld. In diesem Deck besonders geht es aber auch darum, Grenzen aufzuziehen. Grenzen, was hier Zukunftspläne in der Liebe angeht mit der Sternkarte. Ich glaube, du musst vor allen Dingen auch Grenzen aufziehen, um so ein bisschen heilen zu können von der Situation, weil es oftmals nicht die beste, ja, Wahl ist, hier quasi sich mit etwas auseinanderzusetzen, solange man noch quasi unter Schock steht, so ein bisschen. Also klar, es kann auch sein, dass es für manche gar nicht so eine riesige Sache ist, aber für viele habe ich das schon das Gefühl. Das bedeutet, wie gesagt, nicht, dass ihr jetzt eine Beziehung ein Ende findet oder dass du dich komplett von jemandem abwendest in Bezug auf den du große Hoffnung hattest. Aber das ist schon was, was dich vielleicht ein bisschen runterzieht. Und ich glaube, dass du da vielleicht erstmal ein bisschen Abstand brauchst, um für dich mit der Situation klarzukommen und einen klaren Kopf zu bekommen. Und natürlich kann es eben auch bedeuten, dass du hier Grenzen aufziehst, was diese Person angeht, was die Nähe zu diesem Menschen angeht, weil du ja auch irgendwo an deine eigene Zukunft denken musst. Ist die Zukunft, die du vielleicht so geplant hattest mit diesem Menschen, überhaupt noch umsetzbar? Oder kannst du dieser Person überhaupt nicht mehr vertrauen? Oder steht es komplett dem entgegen, was du eigentlich dir gedacht hattest für die Zukunft? Solche Dinge spielen vielleicht bei dir im März eine Rolle. Schwierige Energie und sie wird vielleicht auch nicht mit jedem resonieren, das ist mir vollkommen bewusst, aber wenn die Nachrichten so klar rauskommen, dann spreche ich die auf jeden Fall auch an. Wir haben hier zur Erklärung der 9 der Inspiration neben der Sternkarte noch das Rad, den Wagen und die 2 der Schwerter. Ich glaube, du fühlst dich vielleicht überrumpelt, aber weil es eben für viele vielleicht auch schon in der Vergangenheit liegt, beziehungsweise was ist, womit du dich gerade jetzt beschäftigst. Ich glaube, im März wirst du so weit sein, zu sagen, okay, ich werde mich jetzt nicht weiter in so einer Schockstarre befinden, sondern ich tue hier was. Ich treffe eine Entscheidung. Darum geht es mit der 2 der Schwerter. Und mit dem Wagen ist es eine ganz klare Entscheidung. Du weißt genau, in welche Richtung du dich bewegst. Es ist fast so, als hättest du das Verhalten dieser Person hier als ein Zeichen genommen. Wie soll ich das erklären? Vielleicht warst du dir vorher schon unsicher, was dich und diese Person angeht. Und jetzt durch das Handeln von dieser Person hast du erkannt, was für dich zu tun ist in der Liebe hier. Das kann sein. Ich glaube auch, dass du vielleicht gerade in dieser schwierigen Zeit dich mit dir selbst, mit deiner spirituellen Verbindung zu was Höherem beschäftigst. Sei es Gott, sei es das Universum, sei es irgendwelche Engelchen. Ich glaube, dass du halt in deinem Glauben suchst und ihn auch findest. Also wenn du um Antworten bittest, warum sich das Ganze so bei dir abspielt, warum gewisse Dinge so passieren, dann wirst du sie vielleicht erhalten. Oder Antworten in Bezug darauf, was dir das Ganze sagen soll und wie du dich jetzt verhalten sollst. Du kannst Antworten bekommen, wenn du dafür bereit bist, ja, und das ist vielleicht hier nochmal die schwierigere Sache, weil natürlich irgendwo wahrscheinlich auch Gefühle mit im Spiel sind. Und man vielleicht dann auch nicht das hören möchte, was vielleicht jetzt das Richtige in der Situation ist. Ich glaube aber, du bist sehr mutig im März und du traust dich zu handeln und du traust dich
voranzuschreiten in Richtung dessen, was du dir wünschst in der Liebe. Auch wenn es vielleicht bedeutet, für die eine oder andere Person, dich von jemandem abzuwenden, der dich enttäuscht hat, deinen eigenen Weg zu gehen. Für manche mag es natürlich auch bedeuten, dass du dich entscheidest, dich dieser Person zuzuwenden, weil er oder sie eben trotzdem noch für dich oder für eure Verbindung hier kämpfen möchte. Und weil du das Ganze eher als Test oder als Probe betrachtest. Wer weiß, hier wird es vielleicht unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ansichten geben, vielleicht auch unterschiedlichen Situationen, in denen du dich befindest im Gegensatz zu anderen Widdern hier. Aber du wirst dir Anfang Mitte März bewusst, wie du mit dieser Situation umgehst und verhältst dich dementsprechend. Du nimmst dir vielleicht ein bisschen Zeit für dich, aber du heilst das, was geheilt werden muss. Und du bist stark in dieser Situation. Und das finde ich sehr, sehr schön. Lass uns gucken, was die 10 der Emotionen bedeutet. Liebes Sternzeichen Widder, was kommt auf dich in der Liebe im März zu? Die Liebenden, wow. Das ist jetzt interessant. Das ist sehr interessant. Okay, das Gericht. Eine ganz klare Botschaft hier. Ich glaube nicht, dass deine Person bereit ist, aufzugeben. Ich glaube, dass er oder sie sich bewusst ist, dass ein Fehler begangen wurde. Vielleicht mehrere, ja. Aber mit dem Gericht, den Liebenden, der 10 der Emotionen, diese Person sieht sein oder ihr Glück ganz klar bei dir in eurer Beziehung und ist nicht bereit, das loszulassen. Es kann sein, dass diese Person sich vielleicht erst durch einen gewissen Fehler hier und durch diese schwierige Phase, durch die ihr gerade geht, bewusst wird, wie sehr er oder sie dich eben braucht oder will. Mit dem Gericht haben wir nämlich die Karte der zweiten Chancen. Mit den Liebenden brauche ich, glaube ich, gar nicht erst erklären, was die Karte bedeutet. Und die 10 der Emotionen, siehst du das? Die 2 der Kelche. Steht für Liebe, Beziehungen, Romantik. Ich glaube, ja, hier hat jemand Mist gebaut. Hier hat jemand einen Fehler gemacht. Aber ich sehe absolut, dass diese Person das bereut. Ich sehe absolut, dass diese Person immer und immer wieder wahrscheinlich im März auf dich zukommen wird und versuchen wird, das Ganze gerade zu biegen. Ich sehe hier Entschuldigungen. Ich sehe hier, dass deine Person irgendwelche romantischen Gesten dir gegenüber macht, dass diese Person sich wirklich ins Zeug legt. Wer weiß, vielleicht braucht ihr dafür erst diesen Abstand. Vielleicht versucht diese Person das jetzt schon oder ja, wie gesagt, die Zuschauer sind ja alle unterschiedliche Menschen, deshalb wird es sich nicht bei jedem genau gleich, haargleich abspielen. Aber ich sehe hier für irgendjemanden, dass deine Person einen Fehler begangen hat. Dass deine Person einen Fehler begangen hat und irgendwas gemacht hat, was dich verletzt hat, unehrlich war, dein Vertrauen irgendwo missbraucht hat. Aber diese Person ist nicht bereit, das aufzugeben. Diese Person möchte dich, möchte eure Beziehung, eure Verbindung. Ich meine, das mag hier vielleicht auch auf welche zutreffen, die gar nicht in einer Beziehung mit dieser Person waren, sondern jemanden kennengelernt haben. Und vielleicht hat sich dir gegenüber diese Person auch in der Kennenlernphase irgendwo schlecht verhalten gegenüber. Aber es kann sein, dass er oder sie trotzdem nicht bereit ist, das Ganze gehen zu lassen. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es hier eine große Versöhnung für manche geben könnte im März. Das sind so krasse Karten, die hier rauskommen. Ja, und das alles auf einmal. Ich meine, die Liebenden, die 2 der Kelche, die 10 der Emotionen. Es gibt kaum Karten, die mehr für Liebe stehen. Und die sind hier alle in derselben Reihe.
Okay, also ich glaube definitiv, dass wenn sich dir gegenüber jemand falsch verhalten hat, jemand, mit dem du vielleicht in einer Beziehung bist oder warst, oder jemand, mit dem es sich auf eine Beziehung zubewegt hat, diese Person scheint sich dieses Fehlers bewusst zu sein und alles daran zu setzen, das irgendwie wieder rückgängig zu machen. Ob das möglich ist, ob du das so akzeptierst und annimmst und dich nochmal auf diese Person einlässt, liegt natürlich komplett bei dir. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Person wirklich einen Narren an dir gefressen hat und dass es ihm oder ihr wirklich leid tut, ja. Sehe ich jetzt hier den großen Herzschmerz? Nein, erstaunlicherweise nicht. Ich denke nicht, dass deine Person bereit ist, irgendwie über eine Niederlage nachzudenken, auch nur darüber nachzudenken, dass das Ganze mit euch vorbei sein könnte. Ja, lasst uns gucken, was die Mondkarte bedeutet. Eine sehr interessante Legung hier für dich, liebe Sternzeichen Widder. Lass uns gucken, was die Mondkarte bedeutet. Also wie gesagt, mit dem Teufel haben wir Sternzeichen Steinbock, mit der Sternkarte Sternzeichen Wassermann, mit dem Wagen Sternzeichen Krebs, mit den Liebenden Sternzeichen Zwilling und mit der Mondkarte Sternzeichen Fische. Sehr viele unterschiedliche Sternzeichen, die herauskommen. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir hier sehr viele große Arkana-Karten haben, was nochmal irgendwie mehr Bedeutung und Gewicht in eine Legung reinbringt. Aber wir haben ja auch alle nicht nur ein Sternzeichen. Auch deine Person hat in der Geburtstabelle mehrere Sternzeichen, die hier alle sich so ein bisschen mehr oder weniger zeigen könnten. Deshalb halte dich nicht zu sehr daran fest, ja? Lass uns gucken, was die Mondkarte zu bedeuten hat. Der Ritter der Kelche. Ganz klar sind da noch Gefühle. Der König der Kelche. Also ich sehe hier starke Wasserenergie. Das kann entweder daran liegen, dass hier so viel emotionaler Tiefgang ist, der hier vielleicht aber auch erst durch diese schwierige Situation zwischen euch beiden hervorkommt. Ich glaube fast, dass es so sein könnte, dass hier jemand erst durch diese Situation erkennt, okay, ich muss wirklich kämpfen, ich muss mal wirklich zeigen, wie ich fühle, weil ansonsten verliere ich hier das Sternzeichen Widder. Ja, dass hier eine Menge Gefühle an den Tag kommen, wovon jemand vielleicht nicht mal wusste, dass sie da sind. Ich glaube, um ehrlich zu sein, zu dem Zeitpunkt, wo diese Person hier einen Fehler begangen hat, da war sich deine Person vielleicht diesen Gefühlen nicht mal bewusst. Aber dadurch, dass diese Person vielleicht gesehen hat, was er oder sie dir damit angetan hat und wie das dich verletzt hat und was er oder sie hier dadurch kaputt gemacht hat, auch wenn auch erstmal nur für einen kleinen Zeitpunkt, Zeitraum, dadurch hat er oder sie vielleicht erkannt, was da Gefühle da sind. Vielleicht auch dadurch, dass du dich mal einen Moment sammeln musst zwischendurch. Gerade Anfang, Mitte März sehe ich das. Du nimmst dir schon noch Zeit für dich selbst, um mit der Situation klarzukommen. Okay. Und ich kann mir vorstellen, dass genau das irgendwie etwas ist, wodurch diese Person sich bewusst wird. Ja, ich empfinde sehr, sehr stark für das Sternzeichen Widder. Ich kann mir außerdem sehr gut vorstellen, dass es sich bei deiner Person um ein Wassersternzeichen handelt. Krebs, Skorpion oder Fische. Aber so viel nur dazu. Lass uns noch eine Karte hier zur Mondkarte und den beiden Herren der Kelche legen. Was solltest du noch zur Liebe im März wissen, liebes Sternzeichen Widder? Also ich bin ganz ehrlich, nachdem ich die ersten Karten hier gesehen habe, hätte ich nicht damit gerechnet, dass die Legung nochmal so positiv wird. Aber diese letzten Karten sehen so gut aus. Auch hier nochmal die 4 der Stäbe. Steht für Romantik, steht für Zeit, die ihr zusammen verbringt. Dass ihr euch näher kommt, als es vielleicht vorher der Fall war.
Ich glaube, dass deine Person auch wirklich bereit ist, dir Seiten von sich zu zeigen, die er oder sie vielleicht vorher so ein bisschen geheim gehalten hat. Und wenn jetzt für dich das mit dem Thema Lügen, Unehrlichkeit, Untreue und so weiter nicht zutrifft, es muss nicht mal so was Krasses sein, aber ich sehe hier eine gewisse Täuschung. Und es kann einfach sein, dass sich jemand irgendwie verhält, wie du es überhaupt nicht von ihm oder ihr erwartet hättest. Ja, und das scheint enttäuschend zu sein. Aber ich glaube, dass deine Person daraus lernt und dass euch das letzten Endes nur noch mehr zusammenbringt. Und es ist deshalb eine sehr, sehr schöne Legung. Natürlich sage ich dir nicht, dass wenn du es hier mit jemandem zu tun hast, der wirklich schlimme Dinge gemacht hat, ja, dass du dieser Person vergeben sollst. Das musst du für dich selbst wissen, ob du dieser Person vergibst. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wenn diese Person irgendwie missbräuchlich wurde oder sowas, dass du dieser Person nicht vergeben solltest, okay? Egal, wie er oder sie sich danach verhält, weil sowas werde ich niemals irgendwie tolerieren oder so. Deshalb, ja, mach dir selber ein Bild darüber. Aber ich habe das Gefühl, dass die Gefühle gerade bei deiner Person hier Mitte, Ende März so stark für dich werden, dass diese Person sich wirklich ins Zeug für dich legt, dass er oder sie wirklich diesen Neustart mit dir haben möchte und sich nur auf dich fokussieren möchte. Deshalb wäre es vielleicht eine Überlegung wert hier. Nochmal auf ihn oder sie einzulassen. Das liegt komplett bei dir. Aber die Karten sind sehr, sehr, sehr positiv hier zum Schluss. Sehr, sehr positiv. Deshalb, wenn du darauf hoffst, dich mit jemandem zu versöhnen, mit dem du vor kurzem einen Streit hattest, weil diese Person irgendwas gemacht hat, was nicht angenehm für dich war, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Versöhnung auf dich wartet und dass diese Person bereit ist, dich besser zu behandeln. Okay. Ich lege jetzt noch ein paar Tierorakelkarten dazu. Lass uns gucken, was die Tierorakelkarten dir noch verraten können, liebe Sternzeichen Widder. Zur Liebe im März. Was kommt da auf dich zu? Was erwartet dich? Okay, wir haben direkt drei Karten. Das ist auch in Ordnung. Wir haben den Frosch, den Büffel und das Stacheltier. Bei dem Frosch steht dabei, clear out the clutter. Also räume auf, miste aus, zieh Grenzen auf. Wenn deine Grenzen hier überschritten wurden, wenn du unfair behandelt wurdest, zieh dich zurück und sag, solange du dich nicht verbesserst, solange du nicht mein Leben bereicherst, sondern es aufwühlst und unangenehm machst, solange muss ich mich von dir trennen. Ja? Ich denke, deine Person wird das als Anlass sehen, sich zu verbessern und dir gerecht zu werden. Okay? Aber ich glaube, dass es wichtig ist für dich vorher zu sagen, okay, ich brauche jetzt erstmal Zeit, damit umzugehen und ja, weil ich kann mir vorstellen, dass das auch noch mal eine Menge in deiner Person auslöst. Dann haben wir hier den Büffel, the abundant universe will provide. Das Universum, Gott oder woran auch immer du glaubst, wird für dich da sein und wird dich unterstützen und wird dir genau das schicken, was du brauchst in dieser Zeit. Das ist nicht einfach, ja, nach einem größeren Fehler zu sagen, okay, ich verzeihe das einfach. Leicht ist das nicht, aber du wirst alles haben, was du brauchst. Du wirst wahrscheinlich Unterstützung von deiner Familie, von deinen Freunden haben, von eben dieser höheren Macht quasi, die für dich da ist. Und hoffentlich dann eben auch von dieser Person aus deiner Vergangenheit oder die diesen Schmerz hier quasi ausgelöst hat, die Art von Entschuldigung oder Entgegenkommen erhalten, was du verdient hast. Dann haben wir mit dem Stacheltier hier noch
Time for Beginner meint, es ist Zeit, das Ganze neu anzugehen. Wenn du dich dafür entscheidest, dieser Person zu vergeben und dich nochmal darauf einzulassen, dann ist es wichtig, dass ihr wirklich komplett bei Null anfangt und dass ihr nicht wieder gegenseitig eure Fehler immer wieder hervorkramt und hervorhebt und euch daran festbeißt. Ich glaube, es ist wichtig, auch dann zu sagen, okay, wenn ich dir diese zweite Chance gebe, dann gebe ich sie zu 100% und dann vertraue ich auch darauf, dass du dich besserst. Weil wenn ich eh nicht daran glaube, dass das möglich ist, dann bringt es überhaupt nichts, eine weitere Chance zu geben. Ja. Aber für mich sieht es so aus, als könntet ihr diese Chance definitiv wahrnehmen, weil die Karten sind wunderschön. Also, liebes Sternzeichen Widder, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat. Ich wünsche dir heute noch einen schönen Resttag. Ach so, wenn du Interesse an einer persönlichen Legung hast, kannst du die natürlich ganz einfach unten über die Infobox buchen. Aber wie gesagt, ich wünsche dir einen schönen Tag und einen richtig tollen März.